Gut, dann speichere mal ganz kurz ab. Sicher ist sicher. Habe ich wahrscheinlich gerade erst gemacht, aber egal. Jo. Dann. Das hier zieht ich zurück. Brav. Da könnt ihr euch alle zurückziehen. Oh, die versuchen das wirklich? Mann, ich habe da so eine große Armee. Das können die nicht schaffen. Okay, what? Pff, mir egal. Ihr könnt's. Oh, Polizei. Tschüss. Ich bin an meinem Fenster vorbeigefahren. Und ich dachte, wir wären im Düsterwald. Wir sind in Lothlorien. Ja, dann wird's ja erst recht einfach. Oh, Jungs, was soll das denn? Ja, die Helden dürfen nach vorne stürmen. Das ist kein Problem. Die rennen dann nach vorne und gut ist. So. Ja, Orks. Nö, lass mal die Orks Orks sein, die brauchen wir jetzt nicht. Hat er den Baumeister getötet? Ja. Bauen wir mal eine Festung. Einfach so. Oh, Drache gegen Nazgûl. Oh. Zurück. Zurück. Komm schon, mach doch das böse Auge. Oh. Puh! Das war knapp mit dem Auge. Das hätte ganz böse enden können. Ach, Rohan ist tot. Noob. Theoden König. Kannst du deinen Vätern zurückgehen, so viel du willst? Rohan ist schon untergegangen. Die haben nur noch den Fangorden. Das war's eigentlich. So. Oh, die bauen sich halt hier ein bisschen auf, ne, aber richtig was schaffen tun die jetzt auch nicht. Da. Das können wir noch zerstören. Macht das eigentlich Schaden? Anhaltend Giftschaden, okay, dann geht das nicht gegen Gebäude. Wäre auch sehr seltsam, wenn man ein Gebäude vergiften könnte. Böses Auge. So. Wo sind sie jetzt noch? Ein Feind gibt's noch. Preisfrage ist, wo? Da ist hier Lara, okay. Die müssen ja irgendwo da unten sein. Wir können das Gehöft ignorieren. Ich bin bloß auf der Suche nach dem Baumeister. Ah! Kann eigentlich wieder aufsteigen. Da rennt der Baumeister rum, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Wo ist er denn jetzt? Da. Und wer kriegt ihn? Oh! Nazgûl! Wow! Sehr schön. Wie gesagt, das war easy. Viel verloren habe ich da nicht. Und selbst wenn. Kann ich ersetzen. Das ist echt kein Problem. Das wird noch schwer. Das machen wir aber lieber irgendwas anderes. Gibt nichts anderes mehr. Speichern wir nochmal kurz ab. Und dann haben wir noch zwei Schlachten, wenn ich das richtig sehe. Einmal die hier. Geschenkt. Obwohl, ich habe zwar 8. 8. Da war zwar dieses Reitersymbol. Aber ich glaube. Ich glaube, das waren alles Trolle. Oh yeah. Trolle. Oh Mann. Ja, gut. Was ist denn das hier? Das ist doch. Ist das nicht Fornost? Oder heißt das einfach bloß Arnor? Ich kenne die Karte. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber ich finde sie extrem cool, die Karte, muss ich sagen. Hier mit dem Vorposten, da unten hat es irgendwie nichts. Aber egal. Oh.
Easy, Mann, easy. Die können jetzt alle gleich mir. Du gehörst mir. Du gehörst mir. So, damit habe ich gewonnen. Ha! Weil das Trolle waren. Wie mies. Also die Fähigkeit der Kampftrolle ist schon ziemlich mächtig gegen ja alles, was halt Trolle benutzt. Das ist stark, Mann. Das ist echt stark. Mit so einem Sumpfvorposten. Ja, hau weg. Mach kaputt. Gehen wir mal suchen. Das können wir zerstören. Ja, es ist egal, was du da baust. Es wird alles zerstört. Das überlebt er doch niemals. Naja. Bau mal weiter Schlachthäuser. Es bringt Laune. Es bringt Fun. Da hinten. Baumeister zerstören. Und tschüss. Wie gesagt, das war einfach. Extrem einfach sogar. Und ja, dann... Dann schauen wir doch mal, wie es im Bruchtal ausschaut. Das schafft er niemals! Ich wüsste nicht wie. Also, 11 Katapulte. Ich glaube, was ziemlich mächtig ist, so als Strategie, vor allem gegen viele Nahkampftruppen, auch Reiter ist, wenn man vor allem als Orks zum Beispiel so 4 bis 6 Bataillone oder sagen wir mal 4 bis 8 von den Runen-Speerträgern hat und dahinter halt dann 10 Katapulte. So, was jetzt da durch will, dann Stachelschwein-Formation, sobald sie halt da sind, auf Defensive-Stellung stellen, also auf Verteidigungsstellung und dann die Katapulte den Rest machen lassen. Solange der Gegner nicht mit einem Haufen Bogenschützen kommt, ist es echt easy. Da kann der Gegner halt nichts machen. Da wird er Bogenschützen brauchen und dann Stück für Stück das Zeug töten müssen. Oh, ich habe sogar noch einen Olifanten dabei. Nice. Und ich habe 2 von diesen Heldenstatuen, deswegen kostet mich Infanterie ein bisschen weniger. Macht jetzt bei den Orks nicht einen Riesenunterschied, aber bei so Elben und so weiter... Mich würde es interessieren, ob auch zum Beispiel die Reiter von Dol Amroth diesen Bonus bekommen würden. Weil es ja Reiter sind, keine Infanterie. Oder halt die Noldur Bogenschützenkrieger von den Elben. Wie wäre es, wenn ihr hier mal angreift und nicht... Oh, Vorsicht, Olifant, Vorsicht. Ja, okay, die sind tot. Also, wenn ihr jemals in ein Bataillon von Elben-Speerträgern geschickt werdet, dann macht es nicht so wie die gerade und rennt volle Kanne gegen den Olifanten mit 1000 Katapulten dahinter. Läuft nicht so gut. Kann ich euch sagen, keine gute Idee. Und der Elrond hat nicht viel gekämpft, weil er ist nur Stufe 2. Wie wär's, wenn ihr den Baumeister tötet? Ja. Boah, weißt du was? Scheiß drauf, Olifant, renn da einfach mal durch. Volles Karacho, gib ihm. Na komm. Was macht der Olifant da? Was war das denn? Steckt der da im Boden fest? Ich kotze ab. Aber ich sehe gerade, dass das gar nicht so gut für mich ausschaut. Gothrog ist gefallen. Der ist gefallen. Und ich habe da nur noch Katapulte. Das ist jetzt alles andere als gut. Kann ich den wieder aufleben lassen? Boah, 1500 ist teuer. Aber ich werde ihn fast brauchen. Ja, ich werde ihn ausbilden müssen. Puh, puh, puh. Jetzt bin ich dann doch froh, dass ich hier die Heldenstatuen habe, die mir gerade zerstört werden. Oh, 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 oh. Es sieht nicht gut aus. Obwohl die Katapulte doch so ein bisschen das hier aufhalten. Aber ich verliere halt alles jetzt hier. Das ist ungeil. Das ist richtig uncool. Da ist halt alles ausgerüstet. Aber ich habe noch eine Chance.
Der große Markus, sobald er draußen ist, da geht was. Glaube ich, hoffe ich. Ich würde hier gerne noch ein Schlachthaus bauen. Auf jeden Fall brauche ich hier sowas. Oh ja, die muss ich zerstören. Den da. Obwohl, warte, lass erstmal die zerstören. Haltet euer Werkzeug bereit! Weil der baut da nur so eine Mühle, das macht nichts. Oh, schön, schön, schön. Ja. Gut, 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 gut. Okay, das sind so Überbleibselteile. Die Katapulte machen das ja solo, was geht? Dann haut's drauf. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Gut, aber wenn der Gegner so blöd ist, sich da dauernd abknallen zu lassen, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Eine Heldenstatue habe ich noch. 4% Bonus. Okay. Besser als nichts. Was immer ich sparen kann, ich nehm's. Also es macht jetzt echt keinen großen Unterschied, aber ich nehm's. Wieso auch nicht? Tor wollen sie angreifen, ich bitte euch. Ich bitte euch, das macht man nicht. Ja, hau sie weg. Ich weiß noch, bei Schlachten Mittelerde 1 hast du einen Bonus bekommen. Ich glaube nur als Isengard, bin mir aber nicht sicher. Wenn du Sägewerke gebaut hast, hast du einen Bonus bekommen, dass Gebäude weniger kosten. Das war extrem cool. Gut, wer jetzt hier völlig overpowered, weil man jetzt hier frei bauen kann. Was ich eigentlich auch ziemlich gut finde. Ein Aber fällt mir jetzt aber nicht ein. So, bams. Bau mal hier, das passt schon. Na los. Hau sie weg. Werd wütend. Greif an. Da kommen noch mehr Gegner. Ja, es ist geschenkt. Das habe ich gewonnen. Habe ich gewonnen. Kann ich 1000 Orks ausbilden. Obwohl. Mir fällt gerade auf. Ich könnte hier nochmal einen Haufen Trolle ausbilden. Upsi. Na, ja, es macht nichts. Hab noch mehr. Das war nicht mein einziger Baumeister. Das sage ich euch. Irgendwann kommen sie durchs blöde Tor durch. Ja, der bleibt jetzt aber tot. Das ist mir jetzt egal. Was geht denn da ab? Oh. Wo hatte ich noch so ein Ork-Grubenteil hier? So, boosten. Dann könnt ihr die noch abschießen. Na komm. Na also. Es muss so mies sein, mitten im Schuss laufen und erschossen zu werden. So viel sage ich euch. Spaß macht's mit Sicherheit nicht. Was ist denn das? Hm. Machen wir hier wieder zu. Noch ein Baumeister. Das tat weh. Jetzt muss ich den echt nochmal ausbilden, oder? Ich glaub's nicht. Na gut, dann bilden wir halt nochmal aus. Ah, so ganz easy ist es doch nicht. Die leisten hier ordentlich Kontra. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die machen das. Nein! Ah, oh, das war teuer. Die hätte ich ja gut brauchen können. Turmwachen. Und das Zeugs hier. Neue Horde Orks. Ja, dann haut's mal raus hier. Ah.
Scroll-Dingsbums konnte ich jetzt auch noch nicht wirklich benutzen. Ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Die weichen nicht zurück, vergisst es. Oh, nicht dieses Helligkeitsdingsbums, Sonnenteil. Ungeil. Ja, die zerstören ja echt alles. Das ist nicht gut. Ich brauche jetzt auch gar keinen Baumeister machen. Weil... bringt mir eh nichts. Ja, die zerstören mir alles. Und sie nehmen immer mehr Land ein. Das wird langsam kritisch. Vor allem, sie haben halt auch noch den Vorposten. Ja, schmeißt die Leute durch die Gegend. Ich fürchte fast, ich muss hier jetzt diese Fähigkeit einsetzen. Und den Wurm werde ich auch noch rufen müssen. Da sind die Noldor-Krieger. Die sind so gefährlich. Ja, dann bau doch was auf, Baumeister. Ja. So, der Wurm macht es. Irgendwie. Da war man toll gebaut. So, Schlachthaus. Ja, bau mal hier ein Schlachthaus. Noch ist der Wurm da, der hat mir gut geholfen. Die Frage ist, ist das jetzt nachhaltig? Also hält das jetzt für längere Zeit? Da friert ihr mir schon wieder alles ein. Aber das macht nichts, da wollte ich noch nicht ausbilden. Das ist in Ordnung. Hier kann ich gar nichts bauen. So. So, das große Auge. Okay, ist doch noch mit knapp geworden hier, aber es müsst gut rausgehen. Aber ich dachte, jetzt sagen sie, wir haben einen Feind vernichtet. Das hätte ich jetzt gern gehört. So, ich werde jetzt dann diesen Turm einnehmen. Und passt mal bitte auf. Da hinten brennt noch irgendwas, okay. Dann bauen wir jetzt doch mal einen zweiten Baumeister. Alles klar. Ich könnte auch durchs Tor ausfallen und hier im Hinterland den Vorposten einnehmen. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Probieren wir mal. Schaden kann es nicht. Im schlimmsten Fall kriege ich den Turm nicht. Den Vorposten, gut ist. Gut, der steht da vorne, macht YOLO, ist okay. Baumeister, es gibt Arbeit. Arbeit, Arbeit. Nein, nicht mehr fest. Oh, wow, mit... Wow! Well, thanks, dude. Okay, das ist jetzt extrem... Wow. Die KI gibt sich ja jetzt noch richtig Mühe. Okay, das motiviert mich, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil! Aber leider habe ich hier einen Balrog. Ja, hau drauf. Du kannst hier Feuer speien. Das da kann man hinbauen. Viel Schaden hat das ja nicht gemacht. Okay. Dann boosten. Da
Dann bauen wir den noch. Den noch. Ah, du sollst auch die Festung zerstören. Ja gut, dann hau weg. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir zerstören, was immer wir können. Wir zerstören, was immer wir können. Ich wette, ich habe das Ding nicht eingenommen. Ja, das war so klar. So. Oh, ich habe meine ganzen Leute verbrannt. Tja, shit happens. So, der Baldock ist weg. Hat aber gut Schaden gemacht. Nicht so viel wie er sollte, aber genug. Wieso sind da noch drei Leute? Ist ja nicht gerade viel. Dem das Tor offen gelassen. Wie nett. Gut, bald gibt's Trolle en masse. Ich muss es nur gucken. Dass ich jetzt hier nicht sterbe. Ja, ja, die Gebäude. Wieso ist denn das schon wieder nicht meins? Ich brauche den Dingsbums hier. Ah, okay. Ja, da ist alles zerstört worden. Gibt es hier nicht noch irgendwas Besseres? 42. Mhm. Trollkäfig wurde vergrößert, sehr schön. Okay. Machen wir jetzt den hier. Eine Barrikade können wir auch noch aufbauen. Ach, das ist mein Baumeister. Wieso habe ich denn so wenig Baumöglichkeiten? Ich kann keinen Olifanten ausbilden. Wow, das ist ja mal gemein. Das geht noch nicht. Was das? Nur der Olifantenpferd? Hm. Ja, gut, reicht ja, ne? Diese blöden Katapulte, das gefällt mir nicht. Haut's weg, schneller! Dei! Oh, knapp! So. Kampftroll ist einsatzbereit. Oh oh. Das nehmen sie schon wieder mir weg. Da hinten dazu wieder so eine Steinschleuder. Und Axtschleuderer. Und Schleuderschleuderer. Ja. Oh. Haben halt ein Gebäude aufgegeben, ne? Kommt manchmal. Manchmal kommt das vor. Lass mich mal gucken. Oh! Dann sollte ich ein paar Bogenschützen hinstellen. Nein, nicht schon wieder dieses... Renn, Baumeister, renn! Ach toll, die ganzen Graber und Holde zerstören hier die Bogenschützen. Na super. Oh, bewegt euch, nennt das Ding wieder ein. Ah, besser als nix, ne? Da kann ich nichts bauen, okay. Wie wär's, wenn du mal da durchrennt? Na los! Worauf warten die? So, Kampftroll. Oh, der hat den Ring. Normalerweise wäre mir das ja relativ egal, aber heute ist das ein bisschen doof. Komm schon, hau die Trollsteinschleuder kaputt.
Schnauze. Wir haben das ganze Tor auszerstört. Und ich kann es nicht wieder aufbauen. Nein! Doch. Puh. Und es kostet nur 500. Na, ist günstig. Ist ja ein richtiger Schnäppchen. Ich muss halt, glaube ich, wirklich warten auf den nächsten Ballrock, ne? Ich vermute halt auch leider fast, dass die... dass die Festung... dass die Festung da unten, die sie haben, ausgerüstet ist mit Numenor-Mauerwerk. Und das ist natürlich auch extrem blöd, finde ich. Dieser Ort gehört dem Feind. Oh, 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 oh. Macht euch bereit, alle bereit machen. Wir haben das ist nicht gut. Das neue Gebäude ist fertig. Da muss ich was machen hier. Aber ich will es nicht im Wurm rufen, nur wegen so ein paar. Was geht denn? Nein! Lass mein Schlachthäuser in Ruhe. Böse. Was hat der für ein Problem? Oh. Oh. Ja, ausgerechnet den Geboosteten zerstört er, ne? Das war so klar. Man gönnt mir hier auch nichts. Ah, das wird eine ganz schön lange Episode. Ja, das haben sie auch zerstört. Leider ist dieses Fraps FPS-Teil im Weg, deswegen sehe ich nicht, wann ich den Balrog widerrufen kann. Was jetzt natürlich extrem bescheiden ist. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, dann bleibt der Baumeister halt ausgesperrt, Pech gehabt. Ja, da oben. So. Wo sind meine Trolle? Da sind welche. Okay. Na, vielleicht schaffen wir die Mühle sogar. Da unten schaut es nicht ganz so gut aus, aber mit den Trollen müsste es gehen. Und sobald der Balrog kommt, cast ich die Dunkelheit drauf und dann schauen wir mal. Da müsste was machbar sein. Wie wäre es, wenn du die Mühle zerstört? Das wäre jetzt ein Primärziel für mich. Weil die Stufe 3 und die gibt dem Gegner eine Menge Ressourcen. So. Oder ihr zerstört diese Numenor-Waldläufer. Was haben wir hier jetzt schon wieder? Oh nee, hört's doch auf. Ein Pfeilhagel kann ich immer noch nicht machen. Und Maxed Out bin ich auch noch lange nicht. Jetzt komm schon. Und ich darf es nochmal aufbauen. Wenn nicht mit 39%, wenn es mit 40 geht. Hier. So. Okay. So, Dunkelheit. Sie haben zwar den Ring, aber das hilft ihnen jetzt auch nicht. So. Balrog, Wurm. So. Feuerspein. Das Ding hier rein. Nee, 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 schon Feuerspein. Gut. Dann wieder das hier. Da, die Festung hält was aus. Hier hat Numenor Mauerwerk. Dann gehen wir da runter. Ja, gehen wir da runter. Zerstören das alles. Der Balrog wird jetzt vom Auge ein bisschen geboostet. Doch, 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 das geht schon. Boah, das hat Schaden gemacht. Hat der Feuerpfeile? Ich weiß nicht. Ein Balrog stirbt mir gleich. Aber wieso? Was ist denn da?
So ein blöder Reiter. Ja, der macht es jetzt, genau. So, dann speist noch mit Feuer. Und dann machst du lieber noch mit die Peitsche. Meine Güte. Kann nicht so schwer sein. Ganz schön, ich will, dass du noch mit Feuer speist. Nein, viel Schaden hat es nicht gemacht. Komm schon, die Peitsche. Ah, Schade. Und den Reiter hat es voll weggebrettert. Okay. Das wollte ich eigentlich. Okay. Müsste okay ausschauen. Die Festung macht das auch nochmal lang. Und damit habe ich das dann eigentlich gewonnen. Ja, baust hier nochmal. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt gegen Ende nochmal alles so lange dauert. Ich meine, uns gehört ja schon quasi 3/4 der ganzen Karte oder sogar noch mehr. Vielleicht sogar so ein 4/5 oder 5/6. Aber dass die Gegner jetzt nochmal sich so wehren, das ist schon ziemlich geil. Ich frage mich bloß, wie ich das mit den Orks hinkriegen soll nächstes Mal. Also, wenn ich das nächste Mal Orks speichern. Unbedingt. Das mache ich nicht nochmal. Das will ich nicht nochmal aufnehmen. Sorry. Okay. Alles klar. Geschafft. Ja, schaut sich das an. Da gehört uns fast alles. Da. Genau 300 Einheiten. Das ist Sparta. Eigentlich ist es ja Mordor, aber egal. Das wollte ich noch wissen, wie das Gebiet heißt. Amon Sul, richtig. Ah, das ist Fornost. Ja, richtig. Gut, dann, wir haben gespeichert, wir haben gekämpft, wir sind fertig. Für heute bin ich durch. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal, ich hoffe, ich vergesse es nicht dann mit Webcam. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis bald.